Sie kennen sich sehr gut aus, sowohl in Russland als auch in der Ukraine, haben dort auch Menschen, mit denen Sie in Kontakt stehen. Was berichten die jetzt von diesen Tagen? Nun, alle sind schockiert, wobei natürlich in Russland es zumindest zwei unterschiedliche Meinungsspektren gibt. Mhm. Die einen verurteilen diesen Krieg und gehen auch auf die Straße. Ich habe etliche Bekannte und Freunde, die gestern an den Demonstrationen, die in ganz Russland stattfanden, teilgenommen haben. Mhm. Einer davon ist auch von der Polizei brutalst zusammengeschlagen worden. Das ist Professor Greg Judin, ja, von der Schaninka-Universität. Und wir wussten auch über seinen Gesundheitszustand so gut wie gar nichts, bis in die frühen Morgenstunden, wo es dann hieß, dass es ihm deutlich besser geht. Und der Professor ist quasi befreundet mit Ihnen? Ja. Mhm. Und er ist zusammengeschlagen worden bei einer Demonstration? Naja, bei der Demonstration hat das Ganze begonnen. Dann ist er in Polizeigewahrsam genommen worden. Und erst vor Ort ist er zusammengeschlagen worden. Mhm. Bis zur Bewusstlosigkeit. Mhm. Und dann musste auch die Rettung kommen. Mhm. Weil also, er sich kritisch gegenüber diesem Krieg geäußert hat? Ja, selbstverständlich. Mhm. Selbstverständlich. Mhm. Das Problem ist, dass in Russland seit 2 Jahren das Regime dermaßen repressiv geworden ist, wie noch nie zum Zeitpunkt seit 1991, wie noch nie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und selbst zur Sowjetzeit waren derartige Repressionen auch nicht an der Tagesordnung, zumindest nicht die gesamte Zeit über. In den 80er Jahren, vor allem in der zweiten Hälfte der 80er Jahre unter Gorbatschow, war das eigentlich so gut wie gar nicht mehr der Fall. Mhm. Und jetzt unter Putin kehren diese Repressionen zurück, und zwar in einem völlig neuen Gewande, aber nicht weniger brutal als damals. Das klingt jetzt schon fast in Richtung Diktatur. Ja, die Expertengemeinschaft ist sich, glaube ich, mittlerweile einig, dass Putin von einem rational agierenden Autokraten beinahe über Nacht zu einem irrationalen Diktator geworden ist. Mhm. Auch die Ereignisse der letzten beiden Tage legen doch ein ziemlich deutliches Zeugnis davon. Mhm. Also Sie glauben, er hat sich dramatisch verändert in den vergangenen Jahren? Absolut. Auch auf internationaler Ebene von internationalen Diplomaten und Politikgrößen wie Emmanuel Macron, dem Präsidenten Frankreichs, der vergangene Woche bei Putin gewesen ist. Auch er hat nach dem Gespräch mit Putin gesagt, nun, vor 2 Jahren hat er einen völlig anderen Menschen erlebt. Mhm. Dieser Putin ist geschichtsfixiert. Dieser Putin kann stundenlang sein historisches oder besser gesagt ahistorisches Bild der Ereignisse rezitieren, ohne dass er wirklich auf die neuen und aktuellen Ereignisse überhaupt zu sprechen kommt. Das klingt jetzt fast schon ein bisschen nach einer psychischen Störung. Das wage ich jetzt wirklich nicht zu beurteilen. Mhm. Das hoffe ich doch nicht. Also Sie sagen, es hat Demonstrationen gegeben in fast ganz Russland gegen diese Invasion. Kann man da sagen, wie viele Menschen ungefähr teilgenommen haben? Naja, das ist ja das größte Problem. Die Proteste fanden zwar im ganzen Land statt, mhm, waren aber auf die Großstädte beschränkt und auch in den Großstädten auf eine sehr dünne Schicht von Intellektuellen, mhm, auf die Mittelschicht. Und insgesamt gab es 1800 Verhaftungen. Allerdings ist es natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Den meisten Menschen in Russland sind diese Ereignisse nicht unbedingt egal, aber sie sind fern der Politik. Und die russische Staatspropaganda tut ihr Übriges, um hier ein sehr stringentes, klares und sehr natürlich einseitiges Bild der Ereignisse zu präsentieren. Also es scheint nur eine Minderheit zu sein, die gegen die russische Invasion in der Ukraine ist, in Russland, oder? Leider ist das wirklich der Fall. Mhm. Allerdings innerhalb der intellektuellen Schicht ist das mit Sicherheit auch die Mehrheit. Verstehe. Eben, jetzt haben Sie von diesen zwei Strömungen quasi gesprochen und haben eben gerade von diesem Professor gesprochen, der sogar gesundheitliche Schäden davon tragen dürfte nach dieser Nacht, mhm, was Sie da erzählt haben. Gibt es auch Russen im Bekanntenkreis, die Putin verstehen, die ihn vielleicht sogar verteidigen? Ja, selbstverständlich. Von diesen gibt es auch sehr viele in Russland, die der Staatspropaganda erlegen sind. Und diese Invasion Russlands als eine begrenzte militärische Operation bezeichnen. Mhm. Ganz wie Wladimir Putin es haben möchte. Und mit diesen Menschen zu sprechen, wird das zunehmend schwieriger. Mhm. Woran liegt das, denken Sie? Nun, es liegt an der russischen Staatspropaganda, die seit 8 Jahren auf Hochtouren läuft, was die Ukraine anbelangt jedenfalls. Und da wird die Ukraine als ein faschistisches Regime dargestellt,
Ja, das von Oligarchen kontrolliert wird innerhalb der Ukraine, das korrupt ist und das im Grunde genommen ja auch gar nicht unabhängig ist, sondern von außen gesteuert wird, aus den, von den Vereinigten Staaten in erster Linie. Mhm. Also eine Art koloniales Marionettenregime. Mhm. Sprechen wir mal über die Ukraine. Sie haben mir erzählt, Sie haben auch dort Bekannte. Was berichten die Ihnen von diesen Tagen? Ja, die Menschen sind schockiert, wissen im Grunde nicht, was sie tun sollen. Die Kämpfe toben im ganzen Land. Und die meisten versuchen, die gesamte Zeit über zu Hause zu bleiben, um hier nicht in den Schusswechsel zu geraten. Aber das Problem ist, dass viele auch aus ihren Fenstern, Fenstern ihrer Wohnungen, auch die Kampfhandlungen zumindest am Rande miterleben oder Explosionen aus der Ferne sehen. Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Wie beurteilen Sie die Medienberichterstattung dieser Tage? Wird da wirklich das transportiert, was passiert, oder wird da das eine oder andere auch beiseite gelassen? Na gut, im Westen ist die Medienberichterstattung absolut objektiv. Mhm. Es ist ganz klar, es ist ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und hier gibt es keine Grautöne oder Zwischentöne. Mhm. Es ist absolut eindeutig. Mhm. Was die Berichterstattung in Russland anbelangt, so ist das auch absolut eindeutig. Und dort wird Russland als die Friedensmacht dargestellt. Und die russischen Friedenstruppen sollen die Ordnung wiederherstellen und die Menschen vor Völkermord schützen. Mhm. Wie überrascht waren Sie über diese dramatischen Entwicklungen in dieser Woche, dass es dann doch so schnell gegangen ist? Man hat schon vermutet, dass da was kommen könnte, dass Putin etwas plane, aber dass dann doch tatsächlich so ein Angriff stattgefunden hat, so schnell. Ich war sehr überrascht, dass so eine große Invasion erfolgte. Mhm. Ich bin, wie auch viele andere, davon ausgegangen, dass die Militäroperation Russlands sich auf den Donbass beschränken wird, dass es eine begrenzte Militäreskalation gibt. Aber so schnell hätte ich auch damit nie gerechnet. Wie lang, denken Sie, war die Planungszeit von Putin bezüglich dieses Angriffs? Nun, wir dürfen angesichts von allem, was wir wissen, davon ausgehen, dass diese Operation doch seit einer gewissen Zeit oder längeren Zeit geplant wurde. Mhm. Es ist abgesehen davon wirklich minutiös geplant gewesen. Mhm. Davon zeugt auch die Tatsache, dass Putins Kriegsrede, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausgestrahlt wurde, bereits am Montag aufgezeichnet wurde. Mhm. Parallel mit seiner anderen Rede, wo er die Republiken von Donbass anerkennt. Das hat man, glaube ich, an der Uhr erkannt, oder woher weiß man das? Nein, das hat man nicht an der Uhr erkannt. An der Uhr hat man erkannt, dass die Sitzung des Sicherheitsrates Russlands im Vorfeld aufgezeichnet wurde. Im Fernsehen wurde aber behauptet, dass es eine Live-Schaltung ist. Mhm. Das hat man an den Metadaten des Videos erkannt. Und darüber hat unter anderem der Insider, und das ist eine russische Investigativplattform, und auch die russische Novaya Gazeta berichtet.